Schön, Dave. Eine kurze Mitteilung noch zur aktuellen Situation mit den Schwurblern hier in Frankfurt. Es ist so, die Eva Rosen, auch einer der Personen, die heute hier still sprechen wollte, da gab es jetzt eine kleine Mitteilung oder ein kleines Video von der, dass sie jetzt anfangen, einen Trauerzug durch Frankfurt machen zu wollen. Und zwar ausgehend von der Weseler Werft. Ab 13 Uhr. Wir bleiben trotzdem hier. Die hat halt auch nur eine bestimmte Reichweite. Also ich denke, ein guter Teil von uns bleibt erstmal hier. Aber sie wollen sich einem Trauerzug wohl anschließen. Da gibt es einen Trauerzug von Julian Assange. Das ist ein bisschen komplizierter mit dieser Julian Assange-Bewegung. Weil es war schon in diesem Frühjahr schon so, dass Free Julian Assange-Leute, die auch häufiger am Brockhausbrunnen gestanden sind, auch zusammen mit Bewegt was, die sind eindeutig rechts, zusammen Veranstaltungen gemacht haben. Es ist prinzipiell immer richtig für Julian Assange, Kundgebung zu machen und seine Freiheit zu fordern. Aber diese Leute von Free Julian Assange hier in Deutschland, hier insbesondere in Frankfurt, in anderen Städten ist es ein bisschen anders, ist es schon so, dass die offen sind für rechts. Die waren auch am 9. Mai, als wirklich diese wilde Demonstration hier in Frankfurt war, als Nazis hier in Frankfurt waren, als AfDler hier in Frankfurt zusammenmarschiert sind, da waren die auch zusammen mit denen auf der Straße, beziehungsweise die Leiterin von denen, nicht alle, weil da gibt es unterschiedliche Leute natürlich bei denen, weil natürlich ist das Ansinnen, Julian Assange freizulassen, ein richtiges Ansinnen. Und da gibt es auch Leute, die dieses richtige Ansinnen mitteilen. Aber die Leiterin von denen, die arbeitet zusammen mit den Rechten. Deshalb ist es gut möglich, dass jetzt diese Ankündigung von Eva Rosen, eine Frau, die hier heute auch sprechen sollte, bei den Schwurblern, also die praktisch zu den Querdenkern mitgehört, dass diese Ankündigung von der Eva Rosen mit den Free Assange-Leuten wahrscheinlich abgesprochen ist. Ich denke aber, es gibt hier heute eine Auflage von der Polizei, die mir die Polizei mitgeteilt hat, dass heute hier in Frankfurt nur stationäre Kundgebungen erlaubt sind. Dass dieser Marsch dann doch nicht erlaubt wird. Ich hoffe, dass die Polizei das auch durchsetzt und dass es nicht so passiert, wie es vor 3 Wochen in Kassel war oder letztes Wochenende in Stuttgart, wo dann die Leute ohne Maske und ohne Abstand durch die Stadt marschiert sind. Das darf nicht sein. Ich möchte euch auch noch mal bitten, heute hier den Abstand zu wahren und die Maske aufzuerhalten, damit wir auch diese Auflagen und auch die gesundheitlichen Hygienemaßnahmen bitte einhalten können. Vielen Dank. Jürgen Hinze hat mir vorher auch noch gesagt, er möchte gerne einen Redebeitrag halten. Jürgen, wo bist du? Nur eine kurze Mitteilung, was am 1. Mai hier in Frankfurt passieren wird aus der Gewerkschaftsschicht. Danke, Jürgen, du bist dran. Also ich will euch jetzt nicht erzählen, was bei der Novemberrevolution 1918 ist, sondern was wir aktuell gegen dieses Pack von Querdenker machen. Der DGB Frankfurt wird dies Jahr die Mairoute ändern. Es ist in der Planung, abzugehen am Hauptbahnhof und dann am Opernplatz die große Mai-Kundgebung machen, auch mit einem Ziel, dass diese Querdenker nicht weiteren Boden gewinnen. Und Kollegen, der Personalrat, der dort im Hessischen Rundfunk, ich habe 167 Streiks gemacht, die haben im letzten Jahr mit ihrer Gewerkschaft zum ersten Mal 2 Stunden Warnstreik für 2 Stunden hin. Da gehört Mut dazu, mehr Mut als hier zu sagen, was die Gewerkschaften falsch machen. 1. Mai am Hauptbahnhof, Tausende gegen die Querdenker. Danke. Dankeschön, Jürgen. Andreas, möchtest du auch noch eine kurze Rede halten? Andreas ist von der Deutschen Journalistenunion. Nicht? Von Verdi, Entschuldigung, von Verdi. Dankeschön, Andreas, jetzt bist du dran.
Ja, vielen Dank, VVM BDA, Dieter Bahndorf, dass wir hier heute sprechen dürfen. Und vielen Dank für eure Kooperation, für eure Solidarität. Normalerweise kooperiere ich mit euch als Vertreter von Gegen Vergessen für Demokratie. Danke. Heute spreche ich als Vertreter des Hessischen Rundfunks. Ich bin Verdi-Mitglied dort, im Senderverband und auch im Personalrat, das der Kollege gerade erwähnt. Und wir danken euch wirklich sehr, dass ihr hier auch für uns hier aufsteht. Ja. Ja. Wir, die Kolleginnen des HR, danken euch, gerade auch dem VVN, dass ihr euch immer wieder entgegenstellt, gegen Pegida, gegen Querdenker, gegen NPD, gegen